Jo Leute, willkommen zurück zu einem Part von Soul Blazer. Jo, was steht heute im Tagesprogramm? Ich habe ehrlich gesagt fast keine Ahnung mehr, weil es ist schon wie lange her? Ein paar Wöchchen? Monate? Ein, zwei Wochen würde ich sagen. Also ein halbes Monat plus zwei Monate dazu wegen Schoko-Verschlafzeit. Ja, nein. Wir haben ja die Burg erreicht. Genau, das war das. Da haben wir diese... Wie geht das Menü nochmal auf? Danke. Die VIP-Karte haben wir hier ergattert, ja, im letzten Part oder in einem davor. Und nur mit der kommen wir in den zweiten Dungeon-Bereich. Und zwar ist der, war da, glaube ich, ganz links hier beim Türmchen. Genau, da steht er schon. Da haben wir, glaube ich, 1, 2, 3 Ebenen schon geklärt und dann war die Zeit ein bisschen zu knapp. Und das wollen wir heute... Ich muss mir erst mit der Steuerung wieder vertraut machen. Das wollen wir heute wieder ein bisschen voranschreiten. Schildarmband nehmen wir natürlich mit. Weg da, du. So. Genau, so können wir das schützende Schwert vor uns halten, wie ein kleiner Besen, ne, zum Zusammenkehren. Sehr fein. Wo gehe ich hin? Kein Plan. Ich wollte eigentlich hierher. Nein. Danke. Ja. So, hier haben wir auch schon alles erledigt. So, und ich glaube, die nächste Ebene ist da wieder Neuland. Ja, 5 übrig. Im Gefängnis natürlich sind wir unterwegs gerade. Schaut ja alles wie Gefängnis aus. Wir sehen versteckte Wege jetzt angeblich, die ich vorher schon fleißig entdeckt habe. No. Badababa. Machen wir das so. Bam. Ja, da mal wieder zu. Kommt her. Na verdammt. Gut, ihr wollt das wissen. Bitteschön. Dann machen wir es eben so. Upp. Komm her. Upp. Oh, das Gitter ist weg. Nice. So, was kriegen wir hier? Dann gibt es ordentlich was reingeschaltet. Peter? Ach, da geht's auch da nicht weiter. Okay, dann haben wir den zweiten Dungeon. Wow, wegen die 5 Monsterhöhlen ist mir angekommen. Wow. Schädel befreit einen Soldaten. Wo ist denn das bitte? Seit wann haben wir so einen schönen Turm irgendwo? Sah mir aus wie ein Schiff. Ein Schiff war das? Das sieht so aus. Okay, gleich. Ah, da geht's weiter dann beim rechten Türmchen. Okay, das ist gleich vom Anfangsteleporter rechts. Gut. Dann haben wir noch das hier. Oh, Doktor, wir haben Dr. Leo befreit. Whee. Ich bin Dr. Leo. Ich habe aus der Dunkelheit zugeschaut. Und habe nichts gesehen, weil alles so dunkel war. Ich werde den schwarzen Stein holen. Zur Welt des Bösen. Gehen und Destol zerstören. Ich hoffe, du kommst mit mir. Der Pier der Luft des Luftschiffes befindet sich auf der Spitze des rechten Turms. Ach, deswegen haben wir das Luftschiff noch nicht gesehen, okay. Und ich werde auf dich warten. Ja, dann lass mich auch gehen, danke. So. Okay, na dann, hinaus mit uns. Es gibt viele Schatzkisten im Keller und in den Türmen. Sollte dich ein Soldat am besten... Sollte dich ein Soldat, am besten der, der viel über Mackwich Schloss weiß, begleiten, wird es einfach sein, die Schätze zu finden. Ja, das ist der, wo wir die Seele gerade haben. Möchtest du gerne außerhalb Mackwich Schloss sein? Ja. Gut. Damit hätten wir eigentlich das erledigt. Jo. Und dann haben wir hier den rechten Turm. So, dann gehen wir auch da gleich rein. Mir fehlt aber ehrlich gesagt noch einiges hier. Mir fehlt was von den brennenden, von den heißen Sachen fehlt mir noch was. Und von diese Embleme auch, oder? Oder gibt's mehr als... Haben wir alle schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch gerade nicht. Ah, Heilkräuter, die brauche ich dabei auch nicht. So. Gut, komme ich rein? Dieser Turm ist direkt mit der Pier des Luftschiffes auf dem Dach verbunden. Du brauchst deine VIP-Karte, um reinzukommen. Oh, das ist eine VIP-Karte.
Tut mir sehr leid, tritt bitte ein. Ja, hast mein Gesicht anscheinend nicht erkannt, ne? Nein. Ich bin der heilige Choco. Merkt ihr das mit dem heiligen Schwert hier in meiner Hand? So. Was haben wir denn hier schönes? 7. Okay, 7. Steht gleich die erste. Ab wann kriegen wir Level ab? 300.000. Das dauert ein bisschen noch. Ein bisschen. So. Ein Soldat, okay, bei der Unterkunft. Ich hoffe, merkt man das alles. Soldat bei der Unterkunft, okay. So. Das ist auch erledigt. Eine Jungfrau in Nöten. Okay, die Jungfrau ist bei dem, der was uns die Seite der Harfe gegeben hat. Okay. Schon bald ist die keine Jungfrau mehr. Okay. Das war's auch. Wow, okay, da kriegen wir gleich den nächsten. Entschuldige, wollte ich nicht stören beim Mittagessen. Und nächstes, komm. Da gehen bis zu 4 Stück hier rein. Ja, ja. Tu mich auch. Der Damage ist ein bisschen nervig, da. Geht noch. Halt dich in Grenzen. Ja, ich habe auch mein Schildarmband. Noch einer? Na endlich. Und da ist Nummer 4. Wie gesagt. Genau. Schießt der Herr alle auf uns, ne? So. Und Nummer 5. Oh. Wow. Ohne Verluste. Ohne Verluste. Jetzt, was bekommen wir Schönes dafür? Schauen wir mal. Wow. Wow. Was ist denn das für eine Residenz? Das ist, glaube ich, das richtige Schlösslein, ne? So, wir gehen gar nicht weiter rauf. Bevor ich eben auch vergesse, was ich alles freigeschaltet habe, wir gehen gleich rein. Vielleicht kriege ich auch was Geiles. Schauen wir mal. Wir sind ja noch am Haupteingang. Wir sind ja noch am Eingang. So. Da war der eine Soldat drinnen, glaube ich. Nein. Kann ich mich ausruhen? Ich brauche eine Jungfrau, mit der ich schlafen kann. Eine Jungfrau, wo ich übernachten kann. Scherz. So. Okay, das war genau. Scheiß Jungfrau. Ja, gut, ich hab Heilkräuter. Hier kriegt man Heilkräuter in den Hintern geschoben. Gut. Da war der Soldat, bei der was Neues. Ich finde viele Sachen beim Herumlaufen. Ich habe etwas Glänzendes um das Schloss herum gesehen. Ich habe es aber nicht aufgehoben. Okay, etwas Glänzendes um das Schloss herum. Das Schloss haben wir gerade ja freigeschaltet. So ist auch schon. Etwas Glänzendes um das Schloss herum. Okay. Dann gehen wir mal um das Schloss herum. Okay, geht nicht. Gehen wir mal andere Seite. Ah! Oh, Emblem H! Nice! Okay, die Embleme gehen bis daher. Das heißt, uns fehlen noch 2. 2 Embleme fehlen uns noch. Und eine heiße Sache. Oh, das wird heiß. Heiß wie noch nie. Gut. Gehen wir mal da rein. Das Schloss ist noch ziemlich leer. König und Königin machen wahrscheinlich gerade ein Nickerchen irgendwo. Soll auch sein. So, und da ist der Haupteingang. Genau, da werde ich wahrscheinlich auch noch nicht rein dürfen. Ja. Ach, der wird zum König gegründet. Das glaube ich weniger. Der ist, glaube ich, weniger, Junge. Spar dir deinen Atem. So. Hm. Geh mal wieder zurück in den Dungeon. Dun, 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 dun. Yeah. Und Fazit vom Spiel bis jetzt? Jetzt eigentlich macht Spaß. Also ist interessant auf jeden Fall. Ja. Ich sehe sehr viele Ähnlichkeiten mit Illusion of Time. Oh, schau dir die Schätze an. Ja, oder mit einem anderen Spiel, ne? Was? Kisten, die sich bewegen? Ernsthaft? Was das?
das sind Mimics! Es gibt hier Mimics! Wie bei jedem normalen, stinknormalen Final Fantasy? Weg da, ihr stinkenden Kisten. Das ist eine echte? Scheint so. Okay. Dann lassen wir dir mal. Kümmern wir uns einmal um die Gegner hin? Ja, natürlich. Gib's mir. Gib's mir natürlich. Ich stehe drauf auf Schläge. So. Okay, ich was kriegen wir? Du leidest. Leide, du Hund. Oh, da waren wir gerade. Ein Soldat steht bei der Jungfrau. Jungfrau. Ist da wohl ihr Feuer? Wahrscheinlich. Okay, vorher waren da nur zwei Kisten. Ich habe keine Halluzinationen, ne? Ah, ich hab's gewusst. Die Mimics kommen wieder. Macht nichts. Die geben 1000 Punkte. Mächtig. Ja. So, was kriegen wir hier? Juwelen? Und wisst, was kriegen wir hier? Okay, hat sie erledigt. Wir haben nicht einmal gedrückt und dann das automatisch geöffnet. Das ist ja mal. Aha, da haben wir einen geheimen Gang da. Oh, da ist ein geheimer Gang, okay. Ich will vorher. Okay, da geht's weiter rauf. Na, eine Monsterhülle haben wir noch. Dann wird die da drin sein. Geheimer Gang, zeichne dich. Zeige dich. Ja, da ist er. Okay, Puppenspieler bleibt drin. Danke. Gibt's schon dafür? Belohnungen! Wo ist denn das? Das ist links oben, glaube ich, auf der Map. Ui, ein Häuschen auf alle Fälle. Also wir müssen zu der rechten unteren Jungfrau und links oben haben wir ein Häuschen. Aber wir haben sowieso noch einen Teleporter, das heißt, wenn wir knapp vom Boss stehen, sind wir wahrscheinlich eh wieder draußen. Drei ja. Monsterhöhlen, okay. Triple Kill! Nice. Multikill. Ja, na klar. Na klar. Kein Problem. Oh, Wasser. Ein Soldat, der sich ertränken will. Na, sowas aber auch. Nicht mit. Über Speerfischen. Oder so, ja. So. Okay, du gehörst zu den. Zur Höhle da unten, ne? Da fehlen noch zwei, genau. Bei einer Schachpartie gibt es immer vier Pferde, ja. So. Jo, Mimics! Jawohl! Komm, Mimik! Mimik, ich seh dich! Also, als ob du dich nicht bewegt hättest, komm. Okay, was ist in der Kiste? Rate mal. Kein Kraut. Okay, was ist in der anderen? Und vielleicht ein Item. Ein neues. Wow, okay. Bisschen vertan, aber macht da nichts. So, boah. Was hier haben wir nur ein Monster, Höhle? Du bist ein Mimik, oder? Ja, natürlich. Wenn ich Damage frisst, bist du Mimik. Hilf mir, Geist! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Geist! So. Da ist nix. Ich muss schauen, ob irgendwo was Geheimes ist. Geheimnisträger. Oh, ne Mimik! Wenn du den mit dem Schwert hörtest, dann kriegst du wieder Olympunkte wieder zurück. Nein, ich habe nicht das Lebensschwert ausgerüstet. Scheinbar doch. Nein, ich habe das heilige Schwert ausgerüstet. Ah! Oh, stimmt ja. Ups, danke. Ach, da ist unser Teleporter. Das heißt, unser Boss ist nahe. Unser Boss ist ziemlich nahe gekommen. Du bist doch nicht echt. So. Okay, Leute. Dann gehen wir zurück. Und schauen wir sich mal... Ach, der Teleporter ist jetzt im Schloss drin. Okay. So, wir haben einmal die Holde Maid mit einem Soldatenanhängsel jetzt. Ups, falsches. Entschuldige, das war da unten. Wir haben drei Möglichkeiten, irgendwas abzustauben. Also, gib mir wenigstens zwei davon. So, da ist Numero Uno. Findest du nicht, dass sie ein nettes Mädchen ist?
Ich scheine zu wissen. Ja. Der Satz. Der Satz ist nicht fertig. Vielleicht hat sie ja vielleicht. Vielleicht, wenn du noch einen anderen Soldaten befreist. Wir haben schon alles. Wir haben schon alles hier. Wir sind vor dem Endboss. Aber egal, reden wir mal mit dem hier. Was die Leute wollen? Puh, du hast mich erschreckt. Schleich dich nicht von hinten heran. Ich bin fast in den Fluss gefallen. Okay, das Einzige, was noch fehlt, ist der König mit schwarzen Steinen oder so. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles. So, ich glaube, diese Behausung... Ja. Du bist ein bisschen fehl am Platz, so. Ich muss wegen dir hier um mal dumm wandern, ja? Das mag ich gar nicht. So, genau, du bist neu. Der Schlüssel zum Luftschiff wurde gestohlen. Ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. So. Wir werden es wohl nie erfahren, ne? So, na dann würde ich mal sagen, Endboss-Time. Das haben wir sie jetzt verdient. So. Boss-Time. It's time for some bosses. Shadow, wie kann ich dir helfen? Speichere meinen Fortschritt, denn ich bin so arm dran. So. Wir machen weiter. Wir brauchen noch eine heiße Sache und Embleme braucht man auch. So, los geht's. Boss-Time! Hier? Nee. Da drin, oder? Ja. Ja. Pier des Luftschiffes? Nein, da, was? Es gibt gar keinen Boss hier? Nee, das kann man nicht vorstellen. Das ist zu komisch. Bist du Shadow? Dr. Leo erwartet dich. Ich komm schon. Du bist Shadow. Die Vögel von Greenwood haben mir von dir erzählt. Die Steine, die du gesammelt hast, sind der Schlüssel zur Welt des Bösen. Sie sind die Kraftquelle der Maschine, die das Böse rief. König Merritt besitzt den letzten Stein. Wir müssen ihn befreien, um ihn zu erhalten. Verstehe. Begebe dich dann zur Welt des Bösen und besiege Destol. Doktor, das Schiff ist bereit. Boah. Oh, sogar mit Sterbeanimation, nice. Doktor! Stop. Sie sind die Königin Margaret. Sie haben die Welt zerstört. Haben Sie das nicht gemerkt? Seien Sie still, Sie Weichling. Erledigt ihn. Wow. Gut abgewehrt mit deinem Körper. Nice. Sie haben mir alles genommen. Sie sind schmutziger als das Böse selbst. Wie kannst du es wagen, eine Dame meines Standes so zu beleidigen? Dr. Leo, Sie reden zu viel. Das Leben ist nicht einfach. Schauen Sie. Oh, ist die Tochter. Vater! Vater, ich habe gewusst, dass ich dich wiedersehen würde. Aber nicht in einem solchen Zustand. Dr. Leo, werden Sie immer noch das tun, was ich Ihnen sage? Sie. Wie Sie schon sagten, ich habe eine Maschine gebaut, mit der man Destol rufen kann. Lisa hat damit nichts zu tun. Seien Sie still. Das ist mein Part. Dr. Leo, Sie werden immer noch für uns arbeiten müssen. Nun gut. Ich kann das Leben anderer Leute nicht auf das Spiel setzen. Aber bitte lassen Sie die Lisa frei. Sie ist das Wichtigste auf dieser Welt. Auch wenn ich sie nicht sehen könnte, so würde sie mich doch motivieren. Sag mal, isst du gerade dein Mikro wieder oder so? Nee, es ist nur gerade sehr laut. Ach so, okay. Ich kann alles aushalten, wenn ich mir ihr Gesicht vorstelle.
Sie sind ein ehrbarer Mann. Okay, Dr. Leo, lassen Sie Lisa allein. Leo flüstert in Shadows Ohr. Shadow, Shadow, bleib hinter mir. Ich bin eh hinter dir. Hier, nimm dies und geh auf das Luftschiff. Pass bitte auf Lisa auf. Ich werde nicht weglaufen. Du kannst mich überall mit hinnehmen. Lisa, vergib mir bitte. Er opfert sich selbst? Okay. Er hat in die Luft gesprengt, ein tapferer Mann. Tapferer Mann. Was haben wir denn jetzt bekommen eigentlich von ihm? Türschlüssel. Ah, was ist das? Luftschiff. Das Zündschloss ist am Schiff. Okay. Ich lasse mal Lisa allein, ne? Nein. Geh mal dorthin. So. Shadow, ich glaube, ich wurde in der falschen Generation geboren. Wissenschaftler müssen Maschinen erfinden, um die Menschen froh zu machen. Aber ein ungeduldiger Wissenschaftler kann eine gesamte Kultur vernichten. Einige glauben, dass Frohsinn schnell erreicht ist. Ich glaube, er kommt mit Geduld. Lisa, es tut mir leid, dass ich dich verlassen muss. Ich werde nicht sterben, sondern vielmehr einschlafen. Wenn ein Wissenschaftler mit meinem Wissen gebraucht wird, kehre ich zurück. Lisa, ich werde glücklich, aber überstürze nichts. Ja, ich spüre den Tod, ne? Ja, er ist tot. Lisa kann nur noch weinen. Ihr Mistkerle! Ihr habt ihn umgebracht! Mich wundert's immer noch, dass da kein Bossfight ist. Und die Stelle ist doch auch mehr als komisch, oder? Die hier. Na gut. Ja, zünden wir mal das Luftschiff an. Natürlich mit dem Schlüssel, ja. Und los geht's, hätte ich gesagt, ne? Kann man da noch irgendwie rein? Oh, da kann man sogar... Wow, man kann sogar runter. So, na gut, probieren wir's. Machen wir weiter. Los geht's. Auf geht's. Und Getürmel. So. Na dann, hau rein den Zündschlüssel, Junge. Shadow dreht den Zündschlüssel. Oh mein Gott, alles dreht sich rundherum. Es ist das Luftschiff. Wudibum. Ich wollte gerade sagen, das war der Flug? Nein. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, wir haben Lisa vergessen. Nein! jetzt ist der Bossfight. Natürlich. Hätte ich nach der Szene noch mehr abspeichern können, ne? Wow. Oh, den zu erwischen wird nicht einfach. Ohne Schaden. Ja, der haut rein, der Junge. Ja. Da kriege ich kaum Damage. Das war's nicht. Der hat zu viel Energy. Der Boy. Man kann ja auf der Seite auch noch erwischen. Wenn man es geschickt macht. Ja, aber der kriegt ja kein Damage. Oder sieht man das alles nicht? Ja, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich
Nur ein anderer Boss nach, dass er länger drauf sein muss, bis er damit angezeigt wird. Wow. Ich glaube, ich habe meine Ecke gefunden, mit dem ich ihn besiegen kann, aber... Es wird halt ein bisschen dauern. Boah, Alter. Okay, jetzt habe ich sogar zwei Treffer. Sehr gut, ja. Ich bleibe mal hier stehen dabei. Ja. Immer ein Treffer ist gut. Immer ein Treffer ist gut. Ich komme da nicht ohne Schaden vorbei. Das ist das Problem. Junge, komm her. Ah! Die Farbe ändert sich. Aber der hat noch eine Leiste. Ich glaube, so wie ich stehe, ist er am besten. Gerade. Na. No. Komm rüber. Komm runter. Ja. Nice. Zweimal vielleicht? Nein, einmal nur. Egal, egal. Jeder Treffer zählt. Jeder Treffer zählt. Und wenn er nichts anderes macht, ist gut. Nice. Nee, nee, nicht vergessen, kurz bevor du stirbst. Ja, das Kraut. Das Kraut, das Kraut, ich weiß, danke. Aber ich habe noch ein paar Treffer zur Verfügung. Aber ich glaube, seine Flammen sind gerade versiegt. Er kann gar nichts anderes machen gerade. Eigentlich ist das eine billige Taktik, aber. Okay, andere Richtung, nice. Und weiter geht es. Schaffen wir. Oh ja, zwei Treffer wieder auf der Seite. Seitlich schaffe ich immer nur einen. Komm her. Ja, und zwei vielleicht wieder. Ja, Timing stimmt. Oh, oh, roter Bereich. Nice. Er ist in unseren Bereich gefallen. Ha, ha, ha. Da sieht man gleich, wie viel Damage er nimmt. Nicht viel. Ein Damage pro Schlag. Na, ich glaube zwei sogar, oder? Ich weiß nicht. So schnell kann ich nicht zählen, sorry. Aber auf alle Fälle Hardcore. Aber das ist wirklich die einfachste Taktik gerade, die ich da rausgefunden habe. Mitten auf der Seite stehen. So. Was man durch Zufall alles rausfindet, herrlich. Ja. Ja, wo ist denn Treffer, steckt mein. Na egal. Doppelschlag, nice. Ich denke mal schon, da kommt kein Boss. Oh, da habe ich ihn versammelt. Egal. Da kommt er wieder. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen leveln, damit ich mehr Damage mache. Das ist für den letzten Boss vielleicht von Vorteil. Aber er kommt unserer Energieleiste immer näher, der Boy. Ja, ja. Naja, er nimmt nicht einmal einen Damage an Halberton. Jetzt ist er eins entfernt von mir. Obwohl, nein, es kommt drauf an, wie ich ihn treffe. Na, oh ja, ein Damage, hast recht. Aber er hat schon weniger als ich. Lusche! Ich hoffe, er ändert jetzt nicht seinen Modus irgendwie. So, jetzt geht er in Berserk-Modus. Berserk-Modus. Mach dich 5 Schaden pro Angriff. Das kann leicht passieren, das kann leicht passieren. Ich wette mit dir, dass der letzte Endboss mega viel Life hat. Das befürchte ich. Das befürchte ich. Abwarten. Wenn nicht, muss ich wirklich trainieren, ein bisschen den Level. Okay, komm, keine Flammen jetzt. Ein Schlag, zwei Schläge, dann bist du... Nein! Was ist, Junge? Mach, komm her! Ja, flieg! Und stirb. Wir sind der Held. So, wir haben den König befreit anscheinend. Mit dem müssen wir dann ein bisschen talken. Oder wir talken gleich. Shadow befreit den König Magritte. Ich wusste, was vor sich ging. Konnte nichts tun, um die Königin zu retten. Oh, er gibt uns live. Ich glaube, wir müssen mit ihm reden. Achso, entschuldige. Joko,
Nimm das Steuer in die Hand, sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Nimm das Steuer in die Hand. So. Hallo, ich bin wieder rein. Okay. Shadow fliegt das Luftschiff zurück zum Pier. Hä? Dachte mir wohl. Achso, ich brauche noch den Stein, deswegen. Okay. Hast dich jetzt beruhigt? Du wirst mit mir kommen, Süße. Hallo, danke, dass du bei mir geblieben bist, als mein Vater starb. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Aber durch dich hatte ich die Möglichkeit, ihn wiederzusehen. Seit du mich in Crestvale gerettet hast, muss ich immer an dich denken, wenn ich meine Augen schließe. Oh Gott, das ist mein Liebesgeständnis vom Feinsten. Übrigens, vielleicht kannst du mir meine Fragen beantworten. Bist du ein menschliches Wesen wie ich? So, was sagen wir denn? Komm, du darfst entscheiden. Jo. Ich verstehe. Ich habe das Gefühl, dass du weit weg von mir bist, auch wenn du vor mir stehst. Ich habe das Gefühl, dass du uns vom Himmel aus beobachtest. Denn ich bin ein Engel. Ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen soll, aber das ist okay. Du wirst gegen Deftol kämpfen, oder? Ich würde auf Wiedersehen sagen, aber dann müsste ich weinen. Geh bitte, solange ich mich umgedreht habe. What the fuck? Okay. Wow, was bist denn du für eine? Gut, dann tschüss. Auf immer Wiedersehen. Das war die kürzeste Liebesaffäre, seit ich so ein Spiel gespielt habe. So, kriegen wir hier noch was serviert? Nein, doch nicht. Aber, Moment, Leute. Mir fehlen 2000 Punkte zum Level Up. Das machen wir noch. Komm. Ja. Ich weiß, was ihr denkt. Eine Truhe noch. Richtig, und die ist da vorne. Der Mimik kommt wie gerufen. So. Und damit werden wir das, den Part auch beenden hier. Yeah, Level Up, Level Up. Boah, 420.000. Das wird, glaube ich, nichts mehr werden, außer die Gegner gehen mir in den nächsten Dungeon so massig. Ich glaube, es gibt 25 Level, gibt's, glaube ich. 27? 25, glaube ich. Wirklich? Geh mal auf deine, ja, drauf, denn hier ist ja noch 2 Sätze frei von jedem. Ja, aber ich kriege ja pro Level ab bei Stärke und Abwehr 1 dazu, oder? Ja, meine ich ja. Ja, dann also, ist 24. Ich kriege ja bei Angriff, also bei Stärke und bei Abwehr eines dazu. Also sind es 24. Oder eine dritte Reihe geht sich auch noch aus. Würde sich auch noch ausgehen. Schauen wir mal. Aber dazu mehr im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Euer Jogobo 19. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.